So, sagen wir nochmal Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin der Torwalk, mit dabei ist der Joe und die Schlumpfine natürlich. Hallo Ali. Hallo. Ja. Ja, gut, jetzt. Oh Gott. Genau, Beringer, da triffst du den Nagel auf den Kopf, kann man sagen. Die meistgesagtesten Worte der ersten 21 Tage. Ach, diese Ausdauer. Ah ja, war recht, hat er recht. Ne? Ja, absolut, absolut. Ich weiß nicht, können wir da noch ein anderes Wort für finden? Noch ein schlimmeres oder was? Ja, weiß ich nicht, was anderes. Dafür was anderes? Der blaue Balken. Reparier mal. Ach, schon wieder nicht blau. Das fühlt sich eher schon an, hier die Ausdauerleiste wie so ein Quickie. Das ist ja, also. Ja, die ist mehr weg als da, ne? Ja. Vor allem ist sie schneller weg, als du gucken kannst. Das auch noch. Überleg mal, wir hätten doch diese alten Monochrom-Monitore, weißt du, so ein, weißt du noch, Farb gibt es ja auch, ne? Ja. Diesen alten Monitor. Die Röhrenmonitor, wo du ja, noch alle 3 Stunden nochmal entmagnetisieren musstest. Ja, genau. Was glaubst du, du hattest so einen. Dann hättest du schon unten schon, du hast keine Ausdauer, richtig eingebrannt. Ja. Oh. Und das geht so langsam voran. Ja. Das fühlt sich so richtig nach einem Neuanfang an, ne? Ja, also ja. Irgendwie, ne? Ganz furchtbar. Naja, wenn du ganz andere Sachen gewohnt warst. Ja, da fühlt sich, also ne, du bist in der Neuzeit und bist noch mit Steinwerkzeug unterwegs. Also ehrlich. Und mit ohne Klamotten. Ich will mal so richtig geschichtsmäßig wissen, was uns hier passiert ist. Da sind wir sozusagen nackt irgendwo aus dem Flugzeug geschmissen worden oder so? Man weiß es nicht genau. Nee, ich weiß auch nicht. Man will es irgendwie auch gar nicht wissen. Ja, irgendwo sind wir wach geworden. Ich bin mal gespannt, ob hier noch eine Story kommt. Das würde ich mir wünschen. Würde ich mir wünschen. So ein bisschen so eine Story oder sowas, dass du ein Ziel vor Augen hast. Also hier fehlt auch irgendwas Endgame-mäßiges, ne? Ja, ich sag mal so, bis zum Ende, bis Level 100 war ich jetzt bis jetzt noch nie. Nee, aber kannst du immer, war immer kurz davor, ja, irgendwo. Hast du ja gesehen, wir waren ja Level 70, 80 wollten wir so im Dreh, ne? Und du hattest ja schon alles. Nee, wir hatten noch nicht mal Tag 70, ne? Kurz vor Tag 70 waren wir. Ja, aber wir haben ja... Dem letzten, was wir aufgehört aber haben. Aber den Level, wir hatten den Level, ja. Wir hatten ja Level 70, 80. Das Spielerlevel. Ja, ja. Da waren wir ja schon hin, überleg mal. Ja. Und du konntest ja alles. Unsere Munitionskiste war rappelvoll. Und unsere Waffen, die waren ja auch noch nicht von schlechten Eltern, ne? Nee, das stimmt. Gegen Wesen, die so schnell kaputt wie der Kram hier. Ach ja, bevor ich das vergesse, 20.28 Uhr. Oh, wir verpassen gerade den Freitagabendfilm. Oder war das Samstagabend immer? Samstagabend, ne? 20 Uhr. 2015. Ja, 2015, Samstagabend. Ja, genau. So, ich habe schon mal ganz viel Eisen gesammelt, was wir gar nicht brauchen, aber wir haben es schon mal. Mhm. Ja, gut. Die Lili. Hast du ein bisschen Erde zusammengekramt? Bitte? Hast du ein bisschen Erde zusammengesammelt? Ja. Dass man da vielleicht was leihen kann von? Weil ich habe auch ein bisschen Steine noch, die können auch zu Schotter verarbeitet werden, ne? Das ist richtig.
Ach, da haben wir schon Stein. Wen haben wir denn in der Nachbarschaft? Vielleicht latsche ich in den Tretmine rein. Garantiert, ich kenne mich. Ja, reparier mal. Was? Die hauen auf dem Auto rum, das ist glaube ich nicht gut, ne? Ich wollte gerade sagen, wer klopft denn hier? Ich krieg dich nicht zu fassen. Warte, ich mal runter. Oh. Ausdauer, Ausdauer. Dingsbums. Ja, was denn? Ich habe kein Dingsbums mehr. Na. Sie will nicht mehr mitspielen. Urstig. Ja, es tut mir leid. Ich kann es nicht ändern. Doch, wir nehmen alles mit hier. Uhr. Mhm. Ah. Ma. Oh. Dann gehen wir mal nach Hause. So langsam. Langsam. Ich bin der Kniescheibenperforator. Wo waren wir? Im Diner waren wir, ne? Mhm. Mhm. Oh Mist. So, dann wollen wir mal gucken hier schon mal ein bisschen was. 2300 Lehm. Oh, wie macht er das immer? Was? So viel Lehm. Die Schippe. Naja. Ja. Und ich war alleine, ich habe nicht geparschiebt immer. Ich weiß nicht. Na komm her. So, zurück. Bäumchen pflanzen wir noch. So, jawohl. Hab nur Hus. So. Schön. So, sortier mal rein. Oh, geht nicht. Sortier da mal rein. Wir haben die Sachen doppelt hier, sehe ich schon. Hast du Zeit zum Sortieren, Zauber? Selbstgebauter Stab freigeschaltet. Selbstgebauter Stab? Ah. Ich will nicht wissen, was das ist. Oh, hier, ich habe. Warte mal, Schlumpfi, ich habe hier was. Ja, ich nur so, dass ich mal was hatte. Hier ist noch was für dich, ja? Dankeschön. Warte mal, ich habe noch ein paar Sachen mehr. Hier sind Sachen doppelt drin. Ja, dann. Sortier mal. Ja, sortier mal, Tobo. Ja, nee. Ja, ich lasse ja dann hast du Beschäftigung für die Nacht. Also, ich hab den Subtext auf jeden Fall jetzt so verstanden. Ich weiß nicht, also. Na, ach so, ja, gut. Danke. Also bitte. Das war der Wind mit dem Zaunfall. Da sind wir ja gar nicht so. Ach bitte, ja, so. Also, wir haben 15 Token, haben wir schon. Ich drehe am Rad. Boah, hey, haben wir noch irgendwas zu trinken? Nee, was? Trinken. Flüssig. Hm. Warte, ich nehme mal raus hier. Ich habe ein paar Steine. Da mache ich dann mal ein bisschen Rezepte. Ein bisschen Pflastersteine draus. Wie viel wollte ich eigentlich nicht? 500. Gut. Was
dann noch das hier, das hier. Ne, mehr als Durchfall kann ja Dingens nicht geben, ne? Dingens? Grünes Wasser. Nö, nö, nö. Nö. Durchfall, wackelige Füße und... Ne? Ja. Diesen anderen Standardkram so, weißt du? Ja, richtig. So. Okay. Mal her, benutzt mal. Benutzt mal. Mindestens ein bisschen mal. Genau. So, haben wir irgendwo ein Lagerfeuer hier? Nee, ne? Lagerfeuer habe ich in eine Kiste getan. Oh. Aber wir brauchen ja doch erst Kochtopf, bevor wir was machen können. Ist ja doch wegen warm und so, ne? Oder? Ach nee, warte mal. Warm ist ja egal, ne? Ich verwechsel das vielleicht mit anderen Spielen, kann das sein? Vielleicht. Mach ich ja mal. Was habe ich denn an? Wir haben schon zwei Klebeband, du hältst das nicht aus. Na, Wahnsinn, oder? Das ist ja, das wird ja ganz kribbelig, wird denn ja. Na, ich weiß gar nicht, wie wir die am Stück alle ausgeben sollen. Ich weiß auch nicht, also, wow, wow. Gut. So, ich bin hungrig, das ist super. Habe ich noch, Federn? Nee, ne? Oh, ich habe noch Federn. Ich hätte es ja. Nächsten Tag müssen wir erstmal aufs Essen suchen und Kochtopf, dass wir den finden. Ja, wir müssen das eine oder andere Gebäude hier nochmal durchorgeln, dass wir. Ja, ist da. Dass wir diesen blöden Kochtopf finden, ja. Ja, dass wir Essen machen können und so weiter. Ja, ganz wichtig. Und ich werde gleich mal gucken. Boah, das kann ich jetzt eigentlich mal schnell machen. Haben wir nicht noch was Tolles zum Verkaufen? Haben wir nicht irgendwas, was da schon mal dem Händler interessant sein könnte? Messing. Nee. Ich glaub, du kannst doch nicht unser Messing verkaufen. Nee, bist du wahnsinnig. Das geht ja nur gar nicht. Lässt du die Finger davon? Nee, Plastik. Ach, wir haben noch nicht so viel, ne? Das ist immer ein bisschen, nee. Da ist nochmal Plastik. Und was haben wir noch? Da ist auch nochmal Öl. Was macht das Öl denn hier? Plastik damit rein. Öl damit rein. Wupp. Gucken wir mal. Was die Nacht so bringt. Und was zum Anziehen brauchen wir auch noch? Ja, stimmt. Neun. Ach, fast gar nicht mehr. Lass mich mal raus, das mal rein. Damit ein bisschen sortiert ist. Und das auch raus. Ich weiß nicht, aber sonst haben wir für den ersten Tag schon mal mehr gefunden, ja. Ja, auf jeden Fall. Und das auch raus. So. Naja, gut, wie lange ist das her, dass hier mal. Also, dass wir richtig unterwegs waren und sowas, ne? So. Ich weiß nicht, was ich denen andrehen kann. Wir brauchen ja 2.500 auch noch, ne? Vielleicht müssen wir es auch mal wirklich auf die Socken machen und vielleicht ein paar kleine Quests machen, ja? Zum Händler mal hin, mal gucken, was er an Quest hat, weil. Ja, von mir aus Zombie beseitigen, Stufe 1. Und dann alle mal da rein die Sachen mit durchziehen, dass wir die Punkte mitkriegen. Dass wir da schon mal was haben. Vielleicht haben wir Glück, dass der Händler auch was hat für uns.
Der ist um die Ecke, weißt du, lass uns doch ruhig morgen mal ein paar Quests machen. Ja, ich glaube, mal so zum Durchsuchen. Ja, genau. Da können wir auch Kochtopf und Essen und sowas. Ja, ja. Haben wir alles in eins. Richtig, denn wie gesagt, wir lassen mal meinen vergrabenen Vorräte da mal weg. Weil ich weiß nicht, habt ihr was angenommen? Irgendwie? Nee, ne? Oder doch? Nee, nicht. Ja, dass wir das so machen. Lass hier mal los, tief im Stiefel und dann mal gucken, dass ihr da was annimmt. Gehen wir gleich zum 6 bei den Händler hin und holen uns eine Quest. Ja, ja, genau. Irgendwie Zombies verhauen oder irgend sowas. Was gleich um die Ecke ist, dass nicht so weit weg ist. Ja. Dann machen wir das, dann räumen wir erstmal ein paar Hütten aus. Ein bisschen Punkte sammeln. Ach ja, wie schön. Noch wie dunkel das alles ist hier, ne? Die Nacht fängt erst gerade mal an. Ei, ei, ei. Ja. Und wir können nicht schlafen. Ja. Ja. Ist mir egal, welche Größe von der Map habe. Wir haben 12.000. 12, 5, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ganz was sagt es. Nicht die größte Größe, sondern ein drunter. Und dann haben wir einmal ein bisschen schwerer gemacht. Einmal ein vor Irre sozusagen. Ach, nur so eine kleine Karte? Was? Ja, größer geht nicht. Ich glaube, die größte ist... Ich meine, die größte ist 16, ne? Keine Ahnung. Ich glaube, 16.000 ist die größte Karte für den Server, ne? Das muss man mir auch mal überlegen. Ich glaube, du kannst privat noch größere machen, ne? Ich meine, du kannst privat noch größere Karten machen. Ich fand unsere, die 10.000er war auch schon nicht schlecht. Ja, die erstmal... Mal abgrasen. Das ist auch schon ein bisschen Arbeit drin, ne? Wir brauchen unseren Hubschrauber. Von mir aus könnten sie auch 20 haben. Wäre von mir aus auch, gehört mir Gott. Kein Problem. Also da hätte ich überhaupt kein Kummer mit. Das Problem ist nur, die muss ja auch generiert werden, ne? Das dauert ja immer so ein bisschen. Alleine die Karte, ich glaube, da war der Server, ich glaube, 20 Minuten war unterwegs. Bis er die fertig hatte. Und das ist für uns ja wieder so eine Herausforderung. Wie sieht die aus, ne? Ja. Ist halt so ein bisschen... Ne, ist ja nicht handgemacht. KI generiert. Ja. Na, ist ja fast schon wieder morgen. Zum Glück haben wir Laternen vor der Tür, Mensch. Ja, eben. Noch. Überleg mal. Irgendwo ist hier Strom. Oder ist das bestimmt der Reststrom, der noch in der Birne ist? Oder Überreichweiten. Ach, jetzt beim Funken, ne? Ach ja, und sonst, wie war eure Woche so? Ja. Sehr waagerecht. Ja, das ist ja, wenn man krank ist, ist krank, ist klar. Nee, bei arbeitsreich mir. Arbeitsreich oder wie sollte man sowas sagen? Ja, arbeitsreich, ja, bei uns genauso. Wir hatten richtig Stress. Neue Baustelle angefangen. Die ersten Boxen gesetzt. Und dann, was hatten wir? Zweite Etage, waren wir durch. Oder fehlte noch eine, sollte kommen. Und dann riefen die an, ja, nee, kommt heute nicht. Wieso kommt nicht? Nee, ist uns runtergefallen. Also, wir bauen ja so Lego-artig, ne? So. Ja. Also eine Box ist so, und wie groß sind die? Ungefähr 13 Meter lang und ich glaube, die sind 4,5-5 Meter breit. Also das ist komplett so eine Wohnung drin. Ne? Und die ist beim Verladen, ist sie runtergefallen aus einer Meter Höhe. Und komplett zerstört. Oh. Jo. Schnell mal so einen Versicherungsschaden von 500.000 Kronen. Fapp. Ja, wenn, dann muss ich das lohnen, sonst funktioniert es ja nicht, ne? Nee, das Schlimme ist ja, wir brauchen die. Aha. Ja, mein Chef, der dreht... Dann kommt er ja nicht weiter, ne? Mein Chef dreht am Rad. Was machen wir jetzt? Oh mein Gott, oh, da ist ja was, ne? Ja, und jetzt in der Fabrik haben wir angerufen, wir müssen eine bauen. Wir müssen die nochmal bauen. Wir müssen die am Wochenende arbeiten. Die Armen. Naja gut, was das machen? Passiert. Sowas, ein Unfall passiert halt. Ja. Ist halt so. Ja. Und dann sowieso so viel Stress und dann auch schlechte Laune und ach Himmel. Wir waren froh, dass Wochenende war. Oh.
Ich habe heute eine andere Kollegin gehabt, diese, sag ich mal, dieses Gegenseitige beruht ja auf, naja, ne? Ich mag sie nicht so und sie mag mich nicht. Ach, dieses Dann von darfst du wegen. mit solchen Leuten arbeiten und dann könntest du manchmal die Keule nehmen und draufhauen. Ja, das ist auch diese Sache von So wegen. liebe Kollegen manchmal so, weißt du? Ja, genau. Der zu dem Scheiß habe ich keinen Bock, da macht die andere. Ja, sowas, ich kenne sowas, ich kenne sowas, ja. Ach, aber was willst du machen? Man muss dann halt da durch, man muss professionell sein und dann, ja, ist eben so. Oder mal zum Chefin gehen und sagen, weißt du was, mit dem, also das kannst knicken. Das, nee. Das funktioniert einfach nicht. Also bei uns ist es so, wenn das mal nicht klappt, wenn da in dazwischen ist. Das muss ja harmonieren, also dann kann man da nicht zusammenarbeiten. Dann hat man den so, ja gut, dann ist halt jemand anders, die gut miteinander können und dann arbeiten die eben zusammen. Dann passt das auch. Ja, ich habe das unserer Chefin erklärt und unserem Oberboss auch, aber nein. Ja, weil wir mussten ja alle wechseln. Jeder Bereich musste wechseln auf einen anderen Wohnbereich. Und ich könnte die, oh Gott, nee. Ich hätte es heute erschlagen mögen, meine Kollegin. Ja, weißt manche, die sind noch jünger, weißt du, und dann keinen Respekt vorm Alter, weißt du, und kranke Menschen, weißt du, und die noch behandeln wie ein Stück Dreck, wenn es ist. Sowas geht Also gar nicht. da Sowas ist. geht gar nicht. Sowas kann ich überhaupt nicht haben. Oh, da krieg ich Plack. Wenn ich das höre schon alleine. Ja, aber weißt du, wenn du weißt, die Menschen sind krank, Ja. dann tue ich sie nicht behandeln, als wenn sie, ne? Nee, um Gottes Willen. Also sowas mag ich überhaupt nicht. Wieso ist meine Rüstung eigentlich vom Eimer? Warum? Wer ist im Eimer? Meine Rüstung, sagt er. Oje. Was hast du schon an Rüstung an, sag mal? Eine gefütterte Kapuze habe ich an. Reparieren Sie mit Stoff. Stoff kann zu Stoff zerlegt werden. Zieh wieder an das Teil, auch wenn das rumpelig ist. Egal. Gefütterten Brustpanzer habe ich. So. Oh Gott. Ich muss das mal kurz. Mal, Rezepte. Da draußen schleicht wieder irgendwann herum hier. Ja, Ich da sind höre das doch schon wieder. mehrere, würde ich sagen. Ach, das sind mehrere, stimmt. Ach, du Himmel. Also sagt mal lieber nix. Wir lassen erstmal ein bisschen laufen. Sollen sie ruhig ein bisschen spazieren gehen und so. Die Beine vertreten, ne? Frische Luft und sowas. Na gut. Ist ja fast wieder morgen.